Das Wetter ist nach wie vor schlecht. Frühling und Sommer haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Und sind nun in Giengen gelandet, am Margarete-Steiff-Gymnasium, das auch die Musikschule beheimatet. Dieses Gebäude wird von Pomfrit-Geruch umwabert, warum auch immer, und gehört wahrscheinlich diesem Herrn, Speedy González, der schnellsten Maus von Mexiko. Oh, da kommt der! Da kommt der Duft her! Um Gottes Willen! Hoffentlich nicht! Wir müssen jetzt undercover filmen. Also, diese Eingänge sind noch vom Torwandschießen inspiriert, im aktuellen Sportspiel. Und gehen nicht auf. Dazu! Wahrscheinlich ist die falsche Tür. Nur eine Tür führt. Von den besonders hungrigen Schülern könnte man möglicherweise erschlagen werden hier an dieser Tür. So. Seit exakt 2 Monaten vergangenes Konzert hingewiesen. Ja, aber es war so schön, es muss in Erinnerung bleiben. Unbedingt. Ich habe auch immer vergangenen Kater mein Unterrichtszimmer. So, jetzt. Bindestrich. Das ist ja eine Fundgrube hier. Ja. Hier gibt es nichts, was richtig wäre. Spot an. Disco. Wie sagt der Licht aus? Spot an. Morgen. Hallo. So. Morgen. Hallo. Sind Sie unser Gastgeber? Genau. Gut. Wir gehen in die Stadthalle rüber. Da müsste der Herr Scholz. Hier gibt es aber Anschläge, aus dem alten Rom entwendet. Ja, tatsächlich. Ja. Aber nichts verraten, nichts schreiben. Wahnsinn. Antike Spuren hier in Giengen. Nicht Eingang, sondern der Sportler. Oh, da darf ich gar nicht rein. Und es riecht nach Hallenball. Genau. Also hier haben wir alles Pommes frites. So. Vielen Dank. Danke. Was unterscheidet jetzt so einen großen Bechstein zum Beispiel vom großen Steinway im CC oder im Konzerthaus? Das Traurige ist, egal welche Firma ich jetzt besonders hervorhebe, ich kriege trotzdem keinen gesponsert. Also im Prinzip, das sind wirklich Glaubensfragen, wie was ist besser, Mercedes oder BMW? Aber die finde ich besonders beeindruckend, wenn man auch vergleicht, wie sie zu den kleineren Seiten. Also wir bewundern gerade die mächtigen Seiten. Guck mal, mit dem Durchmesser soll man fast messen, ne? Also wir schätzen mal, es ist der kleine Finger eines Neugeborenen ungefähr von der Mächtigkeit. Ja. Aber immerhin. Ja. 5 mm? Ja. Der Bassist Kubiak weiß es zu schätzen. Zwerge können sich hier aufstützen und ein Bier bestellen. Die Zwergentheke, wie wir gerade festgestellt haben. Hallo, ein Bier bitte. Ah, das ist jetzt ein kleiner Bösendorfer. Da
Das war also unser kleiner Ausflug nach Gingen. Nach Gingen, an der Brenz. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden, wenn Sie Erik Meyer sagen hören. Das ist doch kein Fiss. Tschüss. Warum habe ich das eigentlich gesagt?